Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist die Yellow Tiny Show, schon Ausgabe Nummer 2. Und wo ist denn mein Yellow Tiny House? Ja, ich bin auf der Bevertalsperre in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Ich habe heute eine wundervolle Show für euch, die beste, die ich jemals gemacht habe. Mit tollen Themen wie einem Elektroauto, das von Spielekonsolen inspiriert worden ist. Dann gibt es wahnsinnig gute Neuigkeiten beim Thema Wallbox-Förderung. Und es gibt eine neue Kategorie, die Community Corner, mit den, na ich sag mal so, besten Kommentaren von euch. Und wieso bin ich eigentlich der Einzige, der hier bei Regen auf dem See Tretboot fährt? Ihr könnt übrigens auch in meinem, naja gut, im Yellow Tiny House selbst übernachten. Yellow macht eine richtig coole Aktion und tourt durch Nordrhein-Westfalen. Und ihr könnt tatsächlich eine Übernachtung gewinnen. Einfach mal rechts oben auf die Infokarte klicken und mitmachen. Ich freue mich jetzt total auf meinen Gast, obwohl man laut Duden auch Gästin sagen könnte. Aber sogar Gender-Freunde finden das Vergendern des Wortes ein bisschen albern. Deswegen sage ich weiterhin Gast. Jesse von The Car Crash Review ist gleich bei mir. Jetzt gehe ich aber mal ins Tiny House und zeige euch die spannendsten Neuigkeiten zum Thema Elektromobilität. Endlich wieder hier im Tiny House. Ich habe mich für euch noch mal schick gemacht, kurz umgezogen. Ja, muss ja was hermachen hier in der Yellow Tiny Show. Ford bringt jetzt tatsächlich ein Parfüm auf den Markt, das nach Benzin riecht, damit neue Besitzer von Elektroautos, die vorher Verbrenner gefahren sind, sich schneller an das neue Fahrzeug gewöhnen. Das ist kein Scherz. Das Parfüm heißt angelehnt an das erste Elektroauto Mach-E von Ford, dann Mach-U GT, der Duft, dem die Schrauber vertrauen. Und erst dachte ich, was ist das für ein Blödsinn? Aber dann habe ich gemerkt, eigentlich ist die Idee schon genial. Dieser schöne Tankstellen- oder Garagenduft, der mit einem tiefen Zug die Nasenhaare wegätzt und der Duft von öligen, benzingetränkten Händen, nachdem man den Stutzen aus dem Tank zieht und den man dann Stück für Stück ins Lenkrad einreibt. Ja, ihr kennt das. Und der dann beim Snacken im Auto die richtige Würze in die Pommes gibt. Eigentlich doch total romantisch. Ich wünsche mir noch mehr solcher Parfüms, zum Beispiel Eau de Livre, wenn ihr statt Büchern nun E-Paper lest und euch nach dem guten alten Geruch von totem Holz sehnt. Ihr vermisst den Duft der Druckerschwärze voll von Schwermetallen oder halogenorganischen Substanzen. Dann ist Eau de Livre genau das Richtige für euch. Oder auch Eau de Zigarette. Ihr habt nur noch gesund lebende, penetrante Nichtraucher um euch herum? Dann holt euch Eau de Zigarette und ihr seid endlich wieder alleine vor dem Restaurant. Ja, endlich schmeckt das Schnitzel wieder nach Ruß und das ganz ohne schwarze Lunge. Ihr kennt doch den Spruch, man kann Äpfel ja nicht mit Birnen vergleichen. Doch, kann man. Und genau das mache ich jetzt auch. Ich bin nämlich in den letzten Wochen mit unglaublich interessanten E-Autos gefahren. Also zwei Stück. Und die sind ganz unterschiedlich. Der Mercedes EQS, ein luxuriöses Elektroauto, das als erstes Fahrzeug von Daimler auch von Grund auf als Elektroauto entwickelt wurde. Und ich bin mit dem Sion von Sono Motors gefahren. Ein sympathisches Startup aus München, das ein bezahlbares, nachhaltiges Solar-Elektroauto entwickelt. Und jetzt machen wir den unfairsten Vergleich. Ja, wir vergleichen die miteinander. Der Sion hat an der gesamten Karosserie Solarpanels und fährt mit dem selbst erzeugten Solarstrom. Beim EQS, da benötigen alleine die ganzen Bildschirme des Hyperscreen so viel Strom, dafür braucht man einen eigenen Solarpark. Deswegen geht der Punkt an den Sion. Der Sion nutzt Moos als Lüftungssystem. Tatsächlich. Für den EQS benötigt man so viel Moos, um sich überhaupt die HEPA-Luftfilter leisten zu können. Deswegen geht der Punkt auch wieder an den Sion. Wenn man mit dem EQS vorgefahren kommt, hört man, oh, ist der schön. Wenn man mit dem Sion ankommt, eher, oh, ist der schön. Naja, Punkt für den EQS. Für 100.000 Euro bekommt man einen EQS oder vier Sion. Aber dann hat man auch ein Parkplatzproblem. Der Punkt geht trotzdem an den Sion und damit gewinnt der Sion beim unfairsten Elektroautovergleich mit 3:1. iWays stellt ein neues Elektroauto vor. Nein, das hat nicht einen erfrischenden Kaugummiantrieb. Es geht um den chinesischen Elektroautohersteller iWays ohne R. Das Innenraumdesign des iWays U6 soll frei von Altlasten sein. Es ist inspiriert von Spielekonsolen. Wie cool ist das denn? Spezielle Sportsitze sollen an gehobene Spielhallen erinnern. Da gibt's auch dann Kopfstützen mit integriertem Soundsystem. Der breite Schalthebel in der Mittelkonsole erinnert an den Powerhebel von Speedbooten. Gibt's natürlich alles als Computerspiel. Das kuppelförmige Glasdach soll an die Kommandozentralen von Raumschiffen in Science-Fiction-Filmen erinnern.
echt cool. Spricht mich an, muss ich sagen. Und das Lenkrad sieht aus wie in einem Formel-E-Rennwagen. Am coolsten finde ich aber die integrierten Schalter im Lenkrad. Die erinnern nämlich an einen Spiele-Controller. Aber können die auch längere Zeit schnell fahren? Ob der iOS dann auch so schlecht zu bekommen sein wird wie die neue PlayStation 5? Ja? Praktisch wäre, wenn man in einem Stau einfach das Level überspringen könnte und zack ist man raus aus dem Verkehr. Und ob man dann mit der Tastenkombination hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, BAX sich dann auch unendliche Reichweite ercheaten kann? Ich weiß es nicht, aber beim Kauf des Elektroautos bekommt man auf jeden Fall 3 Leben extra. Aber schon sehr mutig, was iWays da macht. Dyson hat übrigens auch lange an einem Elektroauto entwickelt. Ja, genau, Dyson, die Staubsauger machen. Und es war auch besonders gut für die Umwelt gedacht, weil es immer gleichzeitig noch die Straße gesaugt hat. Das Projekt wurde aber eingestellt, weil der Beutel immer zu schnell voll war. Naja, Apple arbeitet ja im sogenannten Project Titan auch schon seit Jahren an einem eigenen Elektroauto. Beim iCar, wie es dann wahrscheinlich heißt, ist aber alles rund. Alles wird per Touch bedient, auch das Lenkrad. Hä? Aber ohne iPhone, der dazugehörigen App, eine Apple Watch und dem passenden Abo kann man das Fahrzeug leider nicht öffnen. Man braucht also alle Geräte von Apple. Gute Nachrichten, die Wallbox-Förderung KfW 440 läuft wieder. Es wurden 300 Millionen Euro aufgestockt. Ja, endlich können wieder private Wallboxen mit 900 Euro gefördert werden. Das Förderprogramm, um eben eine Ladestation zu Hause aufzubauen, ist so beliebt, dass die Gelder immer wieder ausgeschöpft sind. Der Verkehrsminister Andi Scheuer gibt aber nun gute Nachrichten. Und zwar, der Fördertopf wird um weitere 300 Millionen aufgestockt. Oder um es in der Währung vom Andi Scheuer zu sagen, ein halbes Mautdesaster. Mit dem Gesamtbudget von jetzt 800 Millionen Euro können insgesamt fast 900.000 Ladepunkte gefördert werden. Das ist echt großartig. Und wie läuft das ab mit der Förderung? Wir sind ja auch eine Service-Sendung. Der Antrag für das Programm Zuschuss 440 bei der KfW muss vor dem Kauf der Wallbox gestellt werden und die Wallbox muss auf der Liste der förderfähigen Modelle stehen, die auf der Webseite der KfW zu finden ist. Schaut da also unbedingt vorbei. 11 kW Wallboxen und auch die Installation werden dann mit 900 Euro pauschal gefördert, wenn man sie allerdings dann auch mit Ökostrom betreibt. Da müsst ihr euch halt noch einen guten Ökostromanbieter suchen. Da gibt es, glaube ich, so einen richtig guten mit so einer gelben Farbe. Ich komme nicht drauf. Ihr findet da was. Es gibt auch News aus der YouTube-Welt. Zwei bekannte Elektroautoschrauber aus den USA haben ein Tesla Model 3 zu einem Gelände-Elektroauto umgebaut. Wie cool ist das denn? Der YouTuber Rich Rebuilds hat den Unfallwagen wieder fahrbereit gemacht und von Grindhard Plumbing wurde das Fahrwerk modifiziert und dann die Räder für den Offroad-Einsatz montiert. Ganz fertig ist der Umbau zwar noch nicht, kann sich aber richtig sehen lassen und ich bin schon ein bisschen neidisch. Passend zur Yellow Tiny Show gibt es noch News zu einem sympathisch wirklich kleinen Elektroauto, dem Microlino. Laut Gründer Wim U. Boter ist der Name Philosophie des Unternehmens. Er findet nämlich, dass, Zitat, unsere Autos zu groß, zu schwer und zu kompliziert sind. Und der ist doch wirklich schnuckelig süß. Das möchte er mit dem Microlino ändern. Und ich weiß, viele Fans warten schon seit längerer Zeit sehnsüchtig auf das kleine Elektroauto, das übrigens ein elektrischer, geistiger Nachfolger der Isetta ist. Und jetzt gibt es gute Neuigkeiten, denn nach der IAA im September soll der Verkauf endlich starten. In Arbeit ist laut unbestätigten Gerüchten übrigens auch der Nanolino für Hunde und der Makrolino speziell für Peter Altmaier. Noch mehr spannende Themen gibt's schon in der nächsten Ausgabe der Yellow Tiny Show. Dazu müsst ihr aber den Kanal rechts unten kostenlos abonnieren, damit ihr die nicht verpasst. Und wenn ihr jetzt noch die Glocke drückt, dann ist beim nächsten Mal auch wieder schönes Wetter. Ja, bei mir geht jetzt auch die Sonne auf, denn ich darf meine Gästin jetzt habe ich es doch gesagt. Begrüßen. Hier ist Jessie von The Car Crash Review. Sag mal meinem Team noch Hallo. Hallöchen. Ja, dann sieht man die auch mal. Hey, freut mich total. Hi, ich zack. Setz dich. So, Jessie, beim letzten Mal haben sich viele beschwert, dass ich ja so ein viel zu großes Moderationskärtchen hatte. Deswegen habe ich mir jetzt ein kleines besorgt. Ja, das ist ja sehr tiny. Ne? Süß, ja. So, das passt doch zur Show. Schön, dass du hier bist. Ja, schön hier zu sein. Ich freue mich. Fühlst du dich wohl? Total. Ich stehe auf Gelb. Ich mag Gelb total gern. Und hier ist es schön eingerichtet. Du passt auch wunderbar rein. Ja, oder? Du musst mir aber eine Sache verraten, weil das brennt mir die ganze Zeit auf den Fingern. Wieso heißt euer Kanal The Car
Crash-Review. Ihr macht doch keine Crash, oder? Man könnte ja auch denken, ihr fahrt Autos gegen die Wand und schaut mal, was passiert. Wir machen keine Autos kaputt, nee. Tatsächlich haben wir einen Namen gewählt, der besonders klingt und der im Kopf bleibt. Das war sozusagen die Intention. Und wir haben einen ziemlich guten Kumpel, der das Logo gemacht hat. Und der hat gesagt, dieses Logo muss perfekt auf ein T-Shirt passen. Und dieses The Car Crash sieht so schön symmetrisch aus, dass es halt perfekt auf so ein Hoodie passt. Und dann haben wir uns für The Car Crash, aber Review mit Anspruch, wir machen Reviews, entschieden. Ja. Das ist eine perfekte Erklärung. Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Habe ich mir auch lange überlegt. Ah ja, okay. Wunderbar. Du hast ja bestimmt meine Sendung verfolgt, oder? Hier am Anfang jetzt die spannenden Themen. Und jetzt gibt es ja wirklich dieses verrückte neue Parfüm von Ford. Mach O GT, ja, um eben Verbrennerfahrer beim Wechsel auf Elektroautos mit dem Benzingeruch leichter zu machen. Was hältst du von sowas? Das Letzte, was ich wirklich vermisse an einem Elektroauto, ist der Benzingeruch. Deswegen, mich würde es gar nicht stören. Ich mag es in Elektroautos eigentlich total gern, dass sie ruhig sind, dass sie irgendwie eben nicht so stinken wie Verbrenner manchmal. Ich stehe da total drauf und ich finde die Idee witzig, aber ich glaube, das ist eher so ein Gag, oder? Ja, ich denke auch, dass sie das eher so als Marketing-Gag machen und es funktioniert ja offensichtlich auch ganz gut. Ich sage das natürlich deswegen auch an alle Zuschauer, weil Jessie auf ihrem Kanal nicht nur Elektroautos testet, sondern auch Verbrenner. Oder man muss anders sagen, neben Verbrennern auch Elektroautos wahrscheinlich, weil wahrscheinlich sind es noch ein bisschen mehr Verbrenner da draußen. Oder wie ist so bei euch so inzwischen die Aufteilung oder ist es schon Hälfte-Hälfte? Es ist schon Hälfte-Hälfte, da die Hersteller immer mehr Elektroautos jetzt auf den Markt bringen. Zwischenzeitlich waren es viel Plug-in-Hybride, jetzt sind es immer mehr Elektroautos. Und wie du richtig gesagt hast, ich komme aus der Verbrennerecke, habe ganz lange Verbrenner getestet. Das gab es ja auch vorher gab nur. Also auch nur Verbrenner. Ja, gab auch Wasserstoff, Erdgas und solche Sachen noch. Aber und letztendlich sind es jetzt sehr viele Elektroautos. Und ich musste mich erstmal umgewöhnen. Und du machst das, weil du so Autos so sehr liebst, oder? Ja? Ich hasse Autos, mein Gott. Nein, aber bist du so eine richtige, so liebst du Autos total, und fuchst dich da immer rein und lass dich begeistern von den verschiedenen Modellen? Also ich habe angefangen mit meinem Autoleidenschaft, als ich klar Führerschein gemacht habe. Und dann hatte ich schon so total freaky Karren, habe mir dann relativ früh auch hochmotorisierte Autos gekauft und stehe da schon total drauf. Und irgendwie bin ich dann eben dazu gekommen, aus meiner Leidenschaft ja tatsächlich einen Job zu machen und mache jetzt Reviews. Vor allem in der Zeit in Corona war das jetzt sehr interessant, weil wenige Leute in so ein Autohaus gehen konnten und dann haben sie eben unsere Videos, wo sie dann reinschauen können, sich das Auto genau erklären lassen können, Vor- und Nachteile auch irgendwie von uns mitbekommen und das ist ja ein guter Vorteil gewesen in der Zeit. Ich finde, jetzt wo ich dich jetzt hier habe, habe ich ja eine gute Chance mal über dieses Thema zu reden. Wir leben ja in so einer Übergangszeit im Prinzip oder manche sehen das auch anders, ich sehe das so, in so einer Zeit auf jeden Fall, in der Verbrenner, Autos und Elektroautos koexistieren, parallel. Ja, klar, der Verbrenner ist das Alte, das Elektroauto ist das Neue. Und jetzt machst du auch Elektroautos. Und da, um so ein bisschen diese Frage reinzuspielen, was macht denn für dich ein Auto aus? Also was ist die Leidenschaft? Jetzt höre ich schon mal sowas wie in so einem Geruch oder sowas, macht es für dich gar nicht aus. Manche sagen, Elektroauto finde ich blöd, weil das macht nicht so schöne Geräusche wie so ein Verbrenner. Sind das so Dinge, die dir was bedeuten so? Oder sagst du so, nein, das ist gar nicht das, was mich an einem Auto so fasziniert? Ja, also was sind die Dinge und ist es dann wirklich so wichtig, ob das jetzt ein Verbrenner oder ein Elektromotor ist? Vielleicht noch kurz zu der Geruchssache zurück. Ich finde durchaus, wenn ich in einem Verbrenner sitze, dass es gut ist, dass er nach einem Verbrenner riecht. Bei einem Elektroauto finde ich es aber Quatsch. Ich mag es aber, so einen Motor auch zu riechen, beziehungsweise so ein Auto. Beim Elektroauto macht es aber absolut gar keinen Sinn. Was fasziniert mich jetzt an Autos? Erstmal braucht jeder ein Auto, zumindest jeder, den ich kenne, fast jeder, den ich kenne, außer sie fahren viel Zug oder nutzen eben öffentliche Verkehrsmittel. Aber für mich ist das Thema, dass jedes Auto seine Daseinsberechtigung hat. Und ich bin jetzt nicht die, die sagt, ich brauche jetzt ein Auto, das total knallt oder ich brauche eins, das super teuer ist oder super schnell ist, sondern ich finde und ich wollte auch auf meinem Kanal und auf unseren Kanälen eben zeigen, dass auch so ein kleiner Renault Twingo beispielsweise eine Daseinsberechtigung hat, sehr gut ist und genauso eben auch ein großes Auto, eine S-Klasse ist interessant für die gewisse Zielgruppe. Und für mich war Auto immer so ein Thema,
das hat so viele Facetten. Es hat einerseits natürlich den Innenraum, den du so unterschiedlich gestalten kannst. Du kannst die Optik unterschiedlich gestalten. Du kannst gern Diesel fahren, du kannst gern einen Benziner fahren, du kannst auch gern Plug-in-Hybrid fahren oder Elektroauto. Es ist so unterschiedlich und darauf stehe ich total, dass es halt eben so viele Facetten hat. Das heißt, du kannst dich gar nicht festlegen oder was, nee, was du jetzt besser findest? Nee, also ich würde mir tatsächlich am liebsten als Zweitwagen einen Elektro-Stadtflitzer und als Hauptwagen wahrscheinlich aktuell noch einen Verbrenner zulegen, wenn ich es mir aussuchen könnte. Und was macht für dich Elektromobilität aus? Also ich zum Beispiel stehe total auf die krasse Beschleunigung. Ist das bei dir auch so ein Thema? Weil ich habe schon ein bisschen rausgehört, du magst das schon auch mal ein bisschen Spaß zu haben. Ja, auf jeden Fall. Ich fahre auch gern Auto. Also beim Autoliebhaben gehört auch das Fahren dazu. Und tatsächlich ist es so, dass Elektroautofahren, vor allem auch schnelle Elektroautos wie jetzt so ein Audi RS e-tron GT oder so, das knallt und man gewöhnt sich auch super schnell an die Beschleunigung. Und dann ist, wenn man sich in so einen Verbrenner sitzt, der dann irgendwie auch eine relativ schnelle Beschleunigung hat, ist es plötzlich so, ha, ist ja gar nicht so linear. Das ist ja gar nicht irgendwie so einmal nach hinten und los geht's. Und ich mag es, dass Elektroautos sich in diesen Verkehr so einschmiegen können. Das heißt, du kannst so linear fahren, du kannst total smooth fahren. Das ist mit Verbrennern nicht immer so. Und da stehe ich total drauf. Ich mag es auch, dass es geräuschlos ist bei Elektroautos. Das nimmt so ein bisschen den ganzen Stress, den man hat. Das nimmt so ein bisschen alles, was drumherum nochmal passiert. Man kann viel mehr wahrnehmen. Man kann unfassbar gut Musik hören. Das mache ich nämlich auch gern. Ich fahre gern Auto und höre richtig gern Musik. Und das klappt mit dem Elektroauto einfach viel besser. Und jetzt habe ich ja auch gerade berichtet über den Microlino zum Beispiel. Dieses süße, kleine Elektroauto, das ja so ein bisschen so der elektrische Nachfolger der Isetta ist. Ich habe bei dir jetzt rausgehört, du sagst zum Beispiel so ein Twingo findest du zum Beispiel auch gut. Also magst du auch kleine Autos? Weil man denkt ja manchmal so, ne, viel KW, ordentliche Leistung, große, fette Autos oder sowas. Wie ist da deine Einstellung? Findest du so ein Microlino interessant oder so kleine Fahrzeuge? Total. Also ich finde zum Beispiel den Citroën Ami auch total cool. Oh ja, weil der ist cool. Der ist süß. Der ist super süß und ich finde das Konzept Kleinwagen und Elektro ist total der Match. Weil einfach, du brauchst nicht eine große Reichweite, du brauchst keinen allzu großen Akku. Und ich habe mich immer am Anfang gefragt, warum die Hersteller erst so große SUVs auf den Markt bringen als Elektroauto oder eben so teure Supersportwagen als Elektroauto. Natürlich wollen die so ein bisschen erstmal zeigen, was man alles in der Elektromobilität kann. Aber andererseits ist es ja auch eine Preisfrage. Ne? Weil für so einen Hersteller, so ein kleines Auto zu produzieren mit einem relativ teuren Akku im Moment noch im Verhältnis, schmälert halt die Marge halt auch sehr arg. Und ich finde es super schade, dass so Kleinwagen bei manchen Herstellern aussterben, weil ich das ein gutes Konzept finde. Ja, es ist, fragen auch ganz viele, auch bei mir in der Community immer nach, so hey, wann kommt endlich wieder so ein kleines Fahrzeug, wie zum Beispiel der VW e-Up, super beliebt oder ne, der hat ja noch zwei komplett, Schwestern und Brüder, wie man will, genau, mal ausverkauft. Ja, genau, weil es sich für die Hersteller noch nicht ganz so lohnt, da muss erstmal so ein bisschen in die Elektromobilität investiert werden. Das ist zumindest immer die Begründung, kann man aber schon ein bisschen nachvollziehen. Ja? Also du würdest auch mit so einem süßen kleinen Elektroauto rumfahren, da würde man dich drin sehen. Total, also Renault Twingo, zum Beispiel Dacia Spring Electric, fand ich auch ganz gut. Das ist jetzt nicht das kleinste Elektroauto, aber es ist ein total bezahlbares Elektroauto. Also nach Förderung fast 10.000 Euro oder sowas? Genau, es ist knapp über 10.000 Euro. Knapp da haben sie noch geschaut, irgendwie, dass es knapp drüber ist. Aber das ist für mich Elektromobilität der Zukunft. Und Elektromobilität ist ja nicht nur Autos, sondern man kann ja alles mögliche elektrisch antreiben. Ja. Mir wurde ja gesagt, du fährst gerne E-Roller oder E-Scooter. Was genau fährst du da und wieso? Wir hatten letzten Sommer einen Peugeot e-Ludix und das ist so ein Elektroroller. Also wo man so drauf sich stellt? Oder sitzt? Zum Sitzen. Also es ist ein Roller, oder? Dann nennt man Scooter. Ja, das ist immer so. Tretroller sind, glaube ich, die, wo man sich draufstellt. Und Scooter sind dann die, wo man sich draufsetzt. Okay, dann ist es ein Scooter. Glaube ich. Also oder andersrum. Ist auch egal, ihr wisst jetzt, was gemeint ist. Genau, zum Draufsitzen. Ja. Und man kann auch jemanden mitnehmen. Und das fand ich so cool. Und wir hatten wirklich 5 Testautos da. Und es waren sehr große Verbrenner. Es waren teure Autos dabei. Von Audi bis Mercedes und ich habe immer diesen Roller oder Scooter genommen und bin zum Bäcker damit, bin damit zu uns in die Stadt, weil ich es einfach so cool fand. Das ist so La Dolce Vita irgendwie gewesen, nur eben auf elektrisch. Ja. Was findest du elektrisch noch irgendwie so interessant an lustigen elektrischen Gefährten, wenn du mal so ein bisschen nachdenkst? Scooter, Autos, Scooter, elektrisch Autos. Fliegen, würdest du dich sowas trauen? Nein, aktuell noch nicht. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber ich finde elektrisch Camping total interessant, weil das ist
aktuell noch sehr, also ich bin Camperin. Ich liebe auch campen. Total, also ich stehe total, mit was campst du dann? Also, naja, jetzt ja gerade nicht, aber ich würde zum Beispiel mit dem Iridium-Caravan, die haben ja ein Elektro, das ist ja so, glaube ich, das einzige Elektro-Wohnmobil, das gerade so gibt, elektrisch campen. Ja, und das finde ich ein mega interessantes Thema und da gibt es aktuell noch gar nicht so viel. Es gibt wenige Elektroautos, die eine hohe Dachlast haben, wo du dann auch mal ein Dachzelt mitnehmen kannst. Und ich habe mir überlegt, ob man so einen E-Craft oder so mal ausbauen könnte. Dann hast du so einen Kastenwagen elektrisch. Aber sowas finde ich super spannend und da würde ich gerne mal irgendwie in Zukunft. VW bringt ja den ID Buzz. Ja, das ist sozusagen der neue elektrische VW Bulli. Ja. So, der könnte schon. Ich bin gespannt auf den, ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen Teaser, hat man ja schon gesehen. Also der soll ja nächstes Jahr schon kommen. Ja. Jetzt kommen wir gleich noch zu einem spannenden Spiel, das wir miteinander spielen. Aber bevor wir das machen, darfst du dir jetzt mal dein Traumauto zusammenbasteln. Wir sagen jetzt einfach mal, um es ein bisschen einfach zu machen, nehmen wir mal die Front, den Mittelteil und ich sage immer den Hintern, das Heck. Das Heck. Ja, so. Also die drei Bereiche. Du kannst drei Autos, die du am liebsten zusammenmixen würdest, jetzt mal zusammenmixen und mal sagen, wie sieht jetzt zum Beispiel das Auto vorne in der Front aus? Dass du, wenn du dir jetzt ein Auto zusammenbasteln würdest, am liebsten da vorstellen würdest. Okay, ist da Verbrenner und Elektrogemisch? Darf alles, du darfst machen, was du willst. Du kannst meinetwegen auch ein Lenkrad von einem Roller mit reinmischen. Also ich finde von vorne tatsächlich das Model 3 super schön. Ich stehe total auf das Tesla Model 3 von vorne. Also vorne, zack, Model 3. Von der Seite würde ich eine Alfa Romeo Giulia nehmen, also ein Verbrenner. Giulia? Ja. Oder Giulietta? Giulia. Giulietta gibt es nicht mehr. Giulia ist die Limousine. Giulietta wurde eingestellt. Ein wunderschönes Auto. Weiß ich natürlich. Ja, genau. Ein wunderschönes Auto von der Seite. Super tolle Felgen mit so einem Blumendesign. Bauen wir mit dazu. Okay, und jetzt fehlt uns noch das Heck. Das Heck. Und das Heck ist super einfach, weil für mich hat eins der schönsten Hinterteile, wie du gesagt hast. Ich sage immer der Arsch. Entschuldigung. Ein elektrisches Auto, und zwar der Audi RS e-tron GT. Mega schön. Mit dieser durchgehenden LED-Leiste, der ist schon echt. Das ist echt der konkurriert dann aber auch mit dem Porsche Taycan wahrscheinlich, oder? Am Heck. Ja, ist ja die gleiche Plattform, ist das gleiche Auto, aber ich finde den Audi noch einen Ticken schöner. Okay, dann basteln wir das mal zusammen und so sieht also dein Traumauto aus. Warte mal, waren das jetzt, doch, das waren zwei Elektroautos, ein Verbrenner. wir machen schnell weiter mit der Community Corner und wenn du Lust hast, kannst du ein bisschen dabei sein und ein bisschen hier die Kommentare kommentieren, denn es sind natürlich unter der letzten Sendung unfassbar viele tolle oder auch kritische Kommentare gewesen und die möchte ich jetzt mal durchgehen, wenn du Lust hast. Gern. Dann machen wir das mal. Jetzt kommt die Community Corner. Ich fand das richtig gut. Das nehmen wir, das wird nicht rausgeschnitten. Also, unter dem letzten Video habt ihr Kommentare dagelassen. Und einen, da dachte ich erst so, oh cool, ja, von Niklas Eitsch, ich weiß es nicht genau, er schreibt, Dad Jokes aus den 90ern, toll. Und ich dachte erst so, yeah. Findet er cool. Dann habe ich erstmal gegoogelt, was eigentlich Dad-Jokes sind. Ich glaube, das ist schon so ein Zeichen, dass bei mir da was falsch ist. Und zwar sind das Flachwitze, wie ich gegoogelt habe. Alberne Sprüche und schlechte Wortwitze. Und was Dad-Jokes, kann man auch Karlauer nennen. Es sind Papa-Witze, die Mama nie erzählen würde. Findest du das jetzt nett oder nicht? Nicht nett. Nicht so nett, oder? Okay, wir kommen schnell zum nächsten Thema. Altair hat geschrieben, der Hammer kann den Crabwalk, der Rivian kann einen Tankturn machen. Also Schande über mich, ich habe gesagt, dass der Hammer, dass der Rivian einen Crabwalk macht, dabei macht er einen Tankturn. Das weiß man doch, oder? Hättest du sofort gewusst, oder? Sofort gecheckt, um was es geht, ich sehe es genauso. Ja, im Zweifelsfall. Also ab sofort moderiert Jesse diese Sendung und ich werde gleich da hinten in den See geschmissen. So, wir kommen zum nächsten Kommentar von Steffen Adler. Der schreibt, komme von Robin TV. Sehr unterhaltsames, kurzweiliges Video. Sehr gerne mehr davon. Hey, liebe Robin TV Community. Guck, da kommen richtig gute Kommentare. Siehst du? So, direkt weiter zu Skyline TV. Und Skyline TV ist übrigens der Typ, da müsst ihr euch nochmal die letzte Show angucken, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Bei dem wurde tatsächlich, da das gefilmt mit seinem Model 3 oder das macht ja durch diesen Sentry Mode automatisch diese, wenn da jemand Blödsinn macht, filmt es ja mit und so weiter, wie jemand die Kabel rausgerissen hat aus seinem Tesla und dann noch aus der Ladesäule. Mit Renault Zoe noch, ne? Das Video habe ich auch gesehen. Genau, richtig. Unfassbar. Ja, ja. Und das ist Skyline TV und er hat uns dann kommentiert, weil wir haben von ihm das Material bekommen, tatsächlich. Vielen Dank dafür nochmal. Und dann haben wir später noch so ein Peugeot gehabt,
der die Schiebetür direkt dort hat, wo der Ladestecker ist, was ein bisschen unglücklich ist. Und er schreibt darauf, hahaha, ihr habt nicht wirklich den Typen, der mir den Schaden eingebracht hat, auch noch ausgeschnitten, um ihn an diesem seltsamen Peugeot zu platzieren. Herrlich, ja, ein bisschen Lachen muss auch dann sein. Also guck mal, wir haben es tatsächlich geschafft, durch unsere Show aus so einem schlechten Moment noch einen Lacher zu machen und ihn zum Lachen zu bringen. Ja. Das hat mich sehr gefreut, ja. T&T Immobility, Uwe Kröger, ganz bekannt in der Immobility-Szene, schreibt, dolle Show, da sage ich, danke. So, das war's auch schon. Bon Tempi Mark schreibt, hast du das Moos von Sion geklaut? Also das Moos hier vorne. Da könnt ihr euch übrigens das Video anschauen, wie dieser Showschreibtisch hier entstanden ist. Ja, verlinken wir auch mal. Gibt's hier auf dem Yellow-Kanal. Und da habe ich mich schon sehr gefreut. Und ja, ich habe das Moos aus dem Sion geklaut. Und ein Sion, der irgendwann mal rumfahren wird, hat dann eben keine Lüftung. Ja, kein Luftfilter mehr. Okay, schreibt noch unbedingt eure Kommentare. Ja, von der letzten Show oder auch über diese Show unterhalb des Videos in dieses Kommentarfeld, dann landet ihr vielleicht schon das nächste Mal in der Community Corner. So, das war's leider schon mit unserer heutigen Ausgabe der Yellow Tiny Show. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ich bin jetzt auch ein bisschen traurig, dass es schon vorbei ist. Ja. Jessie, vielen lieben Dank. Es war so schön mit dir. Danke euch fürs Zusehen und jetzt nochmal einen kleinen Applaus dafür, dass wir so toll sind. Hui, jetzt bin ich noch hier in der Endcard. Wie cool, jetzt könnt ihr nämlich weitere Videos ansehen. Und zwar die erste Folge, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann unbedingt hier draufklicken, weil ihr dürft ja keine Ausgabe der Yellow Tiny Show verpassen. Und die liebe Jessie hat euch ein richtig cooles Video gemacht mit Elektroauto Lifehacks. Könnt ihr hier ansehen. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann macht ihr was? Korrekt, Quizfrage richtig beantwortet. Also los geht's.